Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Ebenfalls auf meinem Kanal. Ebenfalls. Ich muss runter. Zeitgleich neu. Oh Gott. Und ebenfalls zeitgleich neu mit Unravel. Ich dachte, da ich letztes Mal oder vor ein paar Tagen auf dem Event von Square Enix war und mir da Tomb Raider angeguckt habe, habe ich gedacht, probier doch einfach mal Teil 1 aus. Vielleicht gefällt er dir ja. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig interessant. Oh Gott, drücke E, okay. E. Sehr gut, genau. Also wir starten hier als Lara Croft. Ihr seht das schon. Die Grafik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist auch schon ein Tick älter, das Spiel von 2013. Wie gesagt, von Square Enix. Oh Gott. Und wir sind als
weibliche Lara Crab. Hoffentlich nicht nur nach ganz vielen. Was ist bloß passiert? Und wir wissen gar nicht, was mit uns los ist jetzt, denn das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir gefangen wurden. Das war laut. Von einem Menschen. Dass der uns anscheinend aufhängen wollte und töten. Gut, aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Wir rennen natürlich verbunden weiter durch die Höhlen durch. Gucken mal. Nein, er muss mich gehört haben. Was uns hier verdammt! Also. Ah, okay. Gut, also. Geh drück den Fackelzentrum. Das sind wir dann immer schneller. Gott, das ist hier gefährlich. Oh, ich glaub. Und jetzt macht er mal BUMM! Was? Lara? Hunde! Oh mein Gott! Oh mein Gott, er hat uns an ein Ding, ein Tuch gepackt und hat uns an der Decke aufgehangen. Ob man das unterhält, verstehe ich nicht. Ob sie da fremd sind. Okay, hinter ein Ding. Hier raus. Dann lass uns mal schnell weg.
Okay. Ihr seht, ich brauche einen Tick länger. Gut. Lass los, du Mistkerl! Hier anfängt. Oh Gott! Aber wo sind wir eigentlich? Ein abgestürztes Flugzeug, ganz viele Totenschädel und Boote. Wo sind wir hier? Das ist die Frage. Sind wir alleine? Oder sind wir mehrere? Tom Rider. Ich würde sagen, das war doch mal ein richtig kraftvoller Start. So, und ihr seht, anscheinend sind wir nicht die Ersten, die hier dran zerschellt sind. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier lang. Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich in einem Herz. Ja, jedenfalls noch mal. Okay. Dann werden wir sie auch mal tun. Und uns bleibt auch nichts erspart. Okay. Ganz langsam. Das Todesverletzung sind wir einfach aufgenommen. Du sagst es, Sarah. Du sagst es. Ich bin auch gerade bei dir. Okay. Ich hoffe, ich kann den Arm jetzt nicht wirklich erwischen. Okay, also ich mache mich schon mal mit der Steuerungskamera. Wissen wir, weiß ich schon mal Bescheid. Sie müssen hier gewesen sein.
Kamera. Schmerztabletten. Und Walkie-Talkie. Sam? Roth? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Okay. Und der. Okay, ja, der Text muss ja auch gemacht. Bitte kommt jetzt kein Wolf. Bitte. Oh. Eine Feuerstelle. Okay. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten! Ach, Streicher ist da! Ah! Eine letzte Videoaufnahme anscheinend. Oder nicht? Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte.
eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Da gab es wohl richtig Probleme. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. So. Und ich, muss etwas zu essen finden. Das ist nämlich unser erster Speicherpunkt. Man kann nämlich anscheinend immer an den Lagerfeuern speichern. Beziehungsweise wir haben jetzt gespeichert. Und damit würde ich mich für heute erstmal verabschieden. Ich würde sagen, das war ein richtig rasanter Start. Wir sehen uns morgen wieder, wo wir dann die Sonnenkönigin suchen. Und dahin sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.